Ja, und damit Halli, Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Wir sind immer noch unterwegs auf hoher See. Der Wind hat sich nicht verändert. Ja. Roventa pullert weiterhin ihre Pferdeäpfel auf unser schönes Floß. Ja, da tritt sich alles fest. Da wird unser Floß auch schön sauber. Und ich muss daran denken, das ist mir nämlich eingefallen, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, ist mir das nämlich eingefallen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir auch unser Floß mal reparieren, weil man sieht, es ist schon relativ, es hat doch relativ viel Schaden schon genommen. Und wenn ein Floß zu viel Schaden hat, dann geht es weg. Und wie ich gesagt habe, wie habe ich es gesagt? Es ist eine ruhige See und in einer ruhigen See kommt oft der Nebel. Und genau das passiert jetzt nämlich. Wir bekommen wieder Nebel. Und ich hasse Nebel. Ich hasse ihn wirklich. Weil man einfach nicht sieht. Und dadurch, dass wir jetzt auch nicht die Wellen haben, hören wir natürlich auch nicht, wo die hinpeitschen. Und das hat sehr vielen Seeleuten früher immer das Genick gebrochen. Ich hoffe halt mal nicht, dass jetzt auch Geisterschiffe, also dass hier keine Geisterschiffe jetzt auftauchen, ja. Das wäre jetzt sehr, sehr schlecht. Windstill, Geisterschiffe und Nebel, die könnten vor uns auftauchen, wenn wir sie gar nicht sehen, wir würden voll reinfahren. Aber wir hätten vielleicht sogar den Vorteil, dass die vielleicht verschwinden, also dass wir halt vielleicht schneller verschwinden könnten und die würden das gar nicht sehen, ja, wisst ihr? Weil auch im Nebel verschwinden kann. Ne? Das ist ja auch möglich. Also wenn wir nicht viel sehen, sehen die ja auch nicht viel. Ne? Ja, die Frage, ob das alles funktioniert. Und noch kann ich ganz leicht erkennen, unsere Insel. Und da vorne stehen Geisterschiffe. Fahr zurück. Zurück. Ich hab Angst. Scheiße. Da rechts, da der rot, der grüne Punkt, das ist ein. Wir wären genau drauf zugefahren gerade, ne? Verdammte Scheiße. Ich hatte es noch gesagt. Ich sollte einfach in Zukunft meinen Mund halten. Ich sollte es einfach nicht sagen. Einfach dein Mund eng. Red doch einfach gar nicht drüber. Passiert sowas nicht? In der Nähe von dieser Insel und zerschellen gleich. Stockfinster, ich sehe nichts.
Nicht jetzt. Gott sei Dank. Wir sind einfach nur so ein bisschen so leicht in Kreisrichtung gefahren. Oh. Aber seht ihr, wie nah die Geisterschiffe sind und wie die auch unsere Insel so ein bisschen bewacht haben? Die haben bestimmt gedacht, die fahren auch so. Oh. Gott, mir ging so die Düse. Ich habe so Angst gehabt, dass irgendwas passiert. Es kann natürlich immer noch was passieren, aber es wird langsam wieder ein bisschen übersichtlicher, die Nacht. Und es wird doch ein bisschen einfacher gerade, Gott sei Dank. Und wir hätten halt in den Nebel keine Chance gehabt, auch wegzukommen wahrscheinlich von den Geisterschiffen. Ich weiß nicht, ich möchte es auch nicht ausprobieren. Also, ja, ich möchte es nicht ausprobieren. Hey, wir fahren da einfach durch, ja, und die sehen uns eh nicht. Nee. Ich denke halt immer, ja gut, wenn ich nicht viel sehe, sehen die auch nicht viel, aber das Risiko, dass die dann doch mehr sehen, möchte ich halt einfach nicht eingehen, weil die zerfetzen uns, ne? Wir hatten es ja schon mal. Und dadurch, dass wir halt null Wind haben, würden wir denen auch nicht entkommen. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Nicht ein, nein. Ah, wir müssen irgendwie an denen vorbei. Die waren aber auch immer an unserer Insel rum, ne? Gar nicht, was die machen. Da tauchen sie mal auf, dann verschwinden sie wieder, dann tauchen sie wieder auf, dann verschwinden sie wieder. Was planen die schon wieder? Was planen die schon wieder? Wollen die uns schon wieder nicht auf unsere Insel lassen? Versuchen einzukesseln, um uns dann wieder unsere ganzen Sachen auf den Grund zu befördern oder was? Na, was habt ihr vor? Reich dich aus, du Geisterschiff. Komm, rufet mir zu. Ich höre dir zu. Was hast du vor? Was bewachst du da drüben, hä? Dieser Schoner, ne, der plant irgendwas. Ich komme nicht auf unsere Insel. Ich kann nicht zurückfahren. Da ist das eine kleine Schiff. Dieser Schoner, der ist auch die ganze Zeit parallel von uns. Wir müssen aber irgendwie auf unsere Insel kommen. Versuche jetzt doch mal hier durchzufahren, vielleicht. Ich hab das ja im Notfall.
verdreht. Der patrouilliert hier. Der patrouilliert hier direkt um unsere Insel rum, ne? War in weit ausgerichteter Ferne, aber der weiß ganz genau, dass wir darüber möchten. Was würde das riechen? Ja, mein Lieben, diese Folge kann sich etwas hinziehen auf hoher See, so wie es aussieht, ja. Wir versuchen mit Ach und Krach hier rüberzukommen, aber huh. Ich habe ein schwer beladenes Floß, ich habe Roventa dabei, ja. Roventa gibt's dir gut. Und dann puppert dir auch dein Herz so wie meins. Geister. Fährt hier lang und immer wieder hier rüber. Ich versuche jetzt einfach mal geradeaus zu fahren. Einfach mal hier geradeaus zu fahren, so weit wie geht. Also, weit geht das schon, ja, ne? Nicht so weit wie geht, aber so relativ weit. Und dann machen wir einfach mal einen ganz dollen Bogen und fahren vielleicht einfach von der anderen Seite auf unserer Insel an. Ich habe halt... Ja, was anderes wird mir jetzt nicht übrig bleiben. Ich mit meinem Floß halt nicht so schnell bin wie so ein Geisterschiff, ne? Und ich habe keine Lust, das wirklich alles wieder zu verlieren. Vor allem, ich habe auch keine Lust, Roventa zu verlieren, ne? Also ich sag mal so, das Floß, ja, das wäre noch okay. Ja, wir haben ja noch Hanafia. Aber Roventa verlieren? Niemals. Das würde mir mein Herz brechen. Deshalb gehen wir lieber auf Nummer sicher, ja, und sind vorsichtig. Passen auf, fahren lieber einen Umweg. Bevor wir draufgehen und alles verlieren. Alles verlieren. Alles verlieren. Alles verlieren. Alles verlieren. Alles verlieren. Nein. Schallplatte hat keinen Riss oder Mikrofon hat auch keinen. Alles gut, das war hier. So, die Sonne geht langsam auf. Ich hoffe, dass ich Wind bekomme gleich. Ich weiß nicht, was diese Geisterschiffe immer planen, ne? Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn sie da sind, ja, dann sind die immer so da. Dass sie dir den Weg versperren. Dass du hast halt keine Chance. Du hast halt keine Chance. Ich habe halt auch einfach, hätte ich jetzt viel Wind, könnte ich da mit Mordsgeschwindigkeit, ja, oder, ne, einfach durchfahren. Und es wäre alles gut. Aber ich habe halt keine Geschwindigkeit. War ja so ein bisschen Disco-Party, ne, deshalb machen die auch mal auf. Die wollen uns trickern, ja, die wollen uns so das Gefühl geben, hey, ich tauche jetzt gleich ab. Ich bin weg. Ja. Und dann auf einmal tauchen sie wieder direkt vor mir auf. Und wir gehen drauf. Greifen uns an und alles. Es ist. Und da sagt einer mal, ja, die Atlas-Volke sind nicht actionreich. Ja, für mich sind sie actionreich. Ja. Das mit den Geisterschiffen, Nebel, Nacht, Dunkel, ja. Da geht mir jedes Mal die Düse. Es geht mir wirklich jedes Mal die Düse. Es geht mir jedes Mal eh schon die Düse, ja, wenn ich bei Dunkelheit rüberfahren muss. Wenn man halt nie weiß, man sieht halt nicht so viel wie bei Tag. Man weiß halt nie, was passiert. Klar kann auch bei Tag was passieren, ja. Aber bei Nacht ist das halt immer noch mal so, diese Dunkelheit, wo halt dann dazukommt. Und gerade wenn Nebel ist, wenn es dunkel ist und Nebel ist, du siehst halt teilweise wirklich nicht mal die Hand vor Augen. Mir sieht so aus, als wären die anderen Geisterschiffe abgetaucht, verschwunden. Aber dieses eine Geisterschiff ist immer noch da und das andere da hinten ist auch noch da, aber hier in der Mitte ist gar... Also eigentlich müsste ich jetzt ohne Probleme hier geradeaus langkommen.
Wenn auch mit wenig Wind, ja, aber wir müssen es eigentlich schaffen und hinter uns sind auch keine. Das wäre jetzt auch so geil, wenn hinter uns auf einmal so eins auftauchen würde, ne? Aber ich glaube, das ist vom Spiel nicht so programmiert. Das wäre halt schon mies, ne? Das wäre halt schon richtig. Wenn die auf einmal abtauchen würden und würden dann hinter oder seitlich von dir auftauchen, du hättest halt keine Chance wegzukommen, ne? Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Weil, jetzt habe ich es gesagt, vielleicht passiert es ja auch. Weil das Ding ist euch schon mal aufgefallen, immer wenn ich irgendwas sage, ja, entweder haben wir es dann in einer der nächsten Folgen oder wir haben es halt direkt, ja? Entweder in einer der nächsten Folgen oder direkt. Das ist, keine Ahnung, komisch. Ja, ich hatte auch in der letzten Folge hatte ich auch gesagt, hey, bestimmt kriegen wir wieder Nebel. Ja, und dann tauchen wieder Geisterschiffe auf und es ist dunkel. Und was hatten wir? Nebel, Dunkelheit und Geisterschiffe. Als würde ich es wissen, als würde ich, ich bin so der super tolle Navigator, ja, ich rieche das schon, wie bei Titanic, der Eisberg. Ich rieche Eis. Ich kann Eis riechen, ja, wenn ich nah genug dran bin. Aha. Ich kann es auch riechen. Ich kann riechen, was passieren wird in der Nacht. Oder auf unserer Fahrt zurück. Ich rieche, dass wir hier sicher ankommen. Dass wir sicher am Sonnenanfang, Sonnenaufgang, wenn die Sonne, ich sag mal so, wenn die Sonne in der Mitte des Himmels steht, ja, dann werden wir hier angekommen sein auf unserer wundervollen, schönen Insel. Ja. Und ich rieche auch, dass wir jetzt langsam mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil wir Wind bekommen. Ich habe gesagt, wir nehmen langsam etwas Fahrt auf, weil wir Wind bekommen. Ja, Wind, also die See wird bisschen rauer jetzt, aber es reicht doch nicht, dass wir Wind haben, ne? Der Wind kommt noch von der falschen Richtung. Würde ich jetzt wieder auf unsere Insel zurückfahren, auf unsere Farminsel, da hätten wir wieder Wind, ne? Da würden wir voll in den Wind fahren, aber wir wollen nicht auf die Farminsel, nein, wir wollen zurück auf unsere Insel. Ah. Was für eine anstrengende Nacht, ne? Alter Verwalter, da blendet mich die Sonne, da sehe ich doch, da sehe ich es. Weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, dieses Geisterschiff, wo da vorne so die ganze Zeit auftaucht, wieder untertaucht, wieder auftaucht, wieder wegtaucht, wieder auftaucht. Halt schon ein bisschen nah und die Sonne blendet halt dementsprechend. Ich sehe das auch nicht die ganze Zeit. Ich muss es nur im Auge behalten. Die sollten mir nicht gefährlich werden, die zwei, wo da sind. Hoffe ich zumindest nicht, dass sie jetzt mit Mods-Geschwindigkeit wieder ankommen. Das Schiff da patrouilliert auf unserer Insel. Sind die auf uns zu? Kann er so schlecht erkennen, weil die immer auftauchen, abtauchen, auftauchen, abtauchen. Auch da. Die fahren nicht auf uns zu. Okay. Da war gerade eine Flosse im Wasser. Das hat man... Bestimmt sieht man das nicht in der Aufnahme, aber ich habe es gesehen. Da war auch gerade wieder eine Flosse. Ich weiß halt nie, ob man sowas in der Aufnahme sieht, aber da war eine Flosse. Leute, ich bilde mir das nicht ein. Da war wirklich eine, ja. Da, die müsste man jetzt gesehen haben, die Haiflosse. Also Haie sind hier auch. Sind keine Kisten da, also ich bin auch nicht versucht, ins Wasser zu springen. Und selbst wenn Kisten da wären, würde ich jetzt nicht ins Wasser springen. Nicht bei diesem aktuellen Scheißwind und den Geisterschiffen, die... Ja, man mag jetzt nicht sagen, sie sind relativ nah, aber... Sie sind schon so nah, dass man halt immer damit rechnen müsste, dass etwas passieren könnte. Es könnte immer etwas passieren. Klar, könnte immer was passieren, ja, aber wie gesagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher, ja, und kommen heile an und mit allem, was wir haben,
als dass wir jetzt hier mit Vollkaracho durchfahren und einfach nur hoffen, dass es gut geht, ja, gehe ich doch lieber auf Nummer sicher, wie gesagt. Und mit dem Schiff später wird das auch alles viel, viel einfacher, weil das Schiff, da kann ich halt das Segel auch dann dementsprechend in den Wind drehen, ja, aber die Fahrtrichtung ist scheißegal, ja, also das Segel hat ja danach halt nichts mehr mit der Fahrtrichtung zu tun, sondern, ja. Sondern das Ruder, ne, bestimmt ja dann die Fahrtrichtung. Ja? Nur die Segel sind dann halt dementsprechend in den Wind gedreht und wir haben eigentlich immer, wir können immer volle Fahrt haben, ja, und das ist ja das dann auch, was wir gerne möchten. Am Anfang muss ich das wahrscheinlich auch alles nochmal ein bisschen üben und erstmal lernen, wie das so funktioniert. Aber wenn man es dann erstmal draußen hat, dann funktioniert das ganz gut. Ist ja mit dem Floß genauso, ja. Also, bloß mit dem Floß kann ich halt nicht bestimmen, dass ich jetzt in diese Richtung Wind habe, ja. In die ich auch fahren möchte. Da muss ich halt, ja, den Wind so nehmen, wie er kommt. Und wenn er halt nur mal von der falschen Seite kommt, so wie jetzt von vorne und nicht von hinten, dann, ja. Dann tuckern wir halt hier entlang mit der Schrittgeschwindigkeit. Und hoffen, dass alles gut geht und dass wir nicht von Geisterschiffen angegriffen werden. Aber so wie es aussieht, fährt auch das Geisterschiff Gott sei Dank endlich weiter. Und wir können hier beruhigt und hoffentlich sicher auf unserer Insel ankommen. Oh, meine Güte, du. So lange hatte ich eigentlich nicht eingeplant, auf hoher See zu sein. Ich dachte eigentlich, oh, ganz mal schnell, ne, fährst du mal rüber. Ja, bist du schnell auf der Insel, lädst du schnell ab und fährst du dann schon wieder rüber auf die Farminsel, aber das Spiel hat seinen eigenen Kopf. Das wird jetzt eine komplette Folge mit auf hoher See, ja. Ihr könntet auch schon mal drauf einstellen, wenn wir da mit dem Schiff unterwegs sind, dann wird das wahrscheinlich auch ein paar Folgen geben, weil oh, man fährt doch dann ein bisschen weiter, man nimmt ja nicht jede Insel mit, die man sieht, ja. Sondern wir würden dann ja schon bestimmt auch in andere Gebiete ein bisschen fahren. Mal gucken, was man so alles entdecken kann und. Also stellt euch schon mal auf eine lange Reise ein auf hoher See. Und hoffentlich eine sichere Fahrt und Seereise dann, wenn dann unser Schiff mal fertig ist, ne? Und ich habe schon wieder ein bisschen Sprechdurchfall gerade gehabt. Das tut mir leid. Manchmal denkt mein Gehirn einfach zu langsam und oder zu schnell schon. Und mein Mund redet aber noch schneller, ja? Also Und dann verwechsel ich mal Wörter oder ich komme durcheinander oder ich rede einfach durcheinander. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Manchmal weiß ich selber nicht, was ich eigentlich gerade rede. Ja, das passiert meistens dann auch vor allem, wenn ich irgendwann nachts aufnehme, ja, und nicht am Tag, wenn ich eigentlich schon müde bin und eigentlich schon im Bett liege und eigentlich schon schlafe, dann ja, kommen manchmal vielleicht nicht mehr ganz so sinnvolle Sätze raus. Ne? Aber auch das werde ich nicht rausschneiden. Nein, nein, das lassen wir alles schön drin. So, rechts und links gucken. Geisterschiffe sind verschwunden. Nein, da war gerade wieder eins, oder? Ich hätte es nur gedacht. Okay. Die Halluzinationen fangen wieder an. Nein, ist noch da. Okay. Es macht auch wieder dieses Abtauchen. Auftauchen, abtauchen, auftauchen. Aber wenn wir erstmal so in Nähe unserer Insel sind, dann sind wir eigentlich sicher, weil die sollten eigentlich so nahe nicht auf die Insel zufahren, auch wegen den Sandbänken. Jedenfalls hoffe ich das. Jedenfalls hoffe ich das. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Das sollte man immer haben im Leben, Freunde. Hoffnung. Denn die Hoffnung stirbt niemals. Viele sagen auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, aber ich sage immer, die Hoffnung stirbt niemals. Die Hoffnung geht auch weit raus bis über den Tod. Es wird niemals passieren, dass die Hoffnung stirbt. Denn erst wenn wir Menschen aufhören zu hoffen, dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei.
Boah, das ist aber auch anstrengend. Du, gerade das Schaukeln hier. Wahnsinn. Da habe ich immer das Gefühl, umso, also wenn wir auf die Insel fahren und wir haben wenig Wind, ja, ich habe halt einfach immer das Gefühl, dass, es wird mir viel, viel schneller, so ein bisschen diese typische Seekrankheit. Ja, es kommt viel, viel schneller, wie wenn wir jetzt schneller fahren und die Wellen sehr hoch sind, aber wir sind trotzdem unterwegs. Ja. Man hat nicht das Gefühl, es dauert. Man hat einfach das Gefühl, es geht schneller vorbei. Ja. Und man ist schneller da. Aber momentan ist es halt gerade sehr, sehr lange. Ja. Und ja, da auch wahrscheinlich schon ein bisschen später ist und ich müde bin, ja, da kommt dann das auch noch dazu, dass das hier so schaukelt, das bedingt förderlich, ja. Nachher liege ich wahrscheinlich dann im Bett und hänge einen Fuß nach draußen, ja, und stelle ihn auf den Boden, weil ich das Gefühl habe, es dreht sich alles, ne? Übelkeit und sowas, ne? So wie beim, wenn man so viel getrunken hat, hat man auch mal das Gefühl, es dreht sich alles, ne? Da schwankt dann alles, wie so, Gott sei Dank habe ich kein Wasserbett. Bevor ich hätte ein Wasserbett, ey, ich glaube, Wasserbetten an sich, ich hätte schon gerne eins, ne? Aber nach so einem Spiel, ganz ehrlich, ich glaube nicht, ich wollte in ein Wasserbett liegen. Ich glaube, ich wollte nach so einem Spiel, also, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich würde noch mehr, Ich glaube, wir wären noch komischer, wie mir jetzt gerade so ein bisschen ist. Wir haben ganz leicht ein bisschen Wind für uns. Seitlich kommt der gerade reingeblasen. Man sieht, das Segel fängt auch langsam an, ein bisschen leicht aufzubauschen. Das finde ich halt auch super geil gemacht. Also man sieht immer, wenn man Wind hat, wenn man keinen Wind hat, das flackert das Segel so ganz leicht, wie nur ganz, 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 ganz minimal, ja. Und wenn dann der Wind so nach und nach ein bisschen besser kommt, dann sieht man, das Segel fängt schon ein bisschen mehr an. Das haben wir schon geil gemacht. Stell dir mal vor, das Segel wäre gar nicht so, würde sich einfach nur aufbauschen, aber nicht mehr bewegen. Wäre auch ein bisschen komisch. Vorne am Strand läuft der Herr Bär. Und die Schweine natürlich, ne, auf unserer Insel, Schweineinsel. Piratische Schweineinsel, da sind viele Schweine unterwegs. Was uns natürlich auch zum Vorteil ist, ne? Wir können uns öfter mal Leder snacken. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, das habe ich auch damit genommen. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Leder bei uns geholt, auf unserer Insel. Aber das könnte ich mal wieder machen. Ich könnte mal echt wieder Leder holen auf unserer Insel. So ein bisschen die Schweine reduzieren, nicht, dass die da hier in, ne, Massen und sowas, nicht, dass da, ja, zu viele und, ne? Ey, wo viel Fleisch ist, das lockt bestimmt auch böse wilde Tiere an. Der Herr Bär, der macht nichts, der mag nur den Honig, das ist auch in Ordnung. Da war ja alles gut, ne? Honig, den produzieren die Bienen ja nach. Ja, das ist alles super, aber so ein paar Raubtiere, auf die kann ich gerne verzichten. Ne? Außer wir kriegen so ein Raubtier auch vielleicht gezähmt. Das wäre auch geil. Aber ich habe ja kein Zähmgehege. Und ohne Zähmgehege ein Raubtier zähmen, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Das wird keine gute Idee sein, hier irgendwie. Ja. Ein Raubtier versuchen zu zähmen, das wird uns zerfleischen, zerfetzen ohne Zähmgehege. Das ist ja kein Fluchttier, ne? Das greift ja an. Und ein Raubtier greift ja die ganze Zeit an. Man sieht es ja auch schon bei den Schweinen, ja, wenn ich ein Schwein angreife, ne, dann greift mich das ja auch an. Das rennt ja nicht davon, ne? Das sind nur Affen, Pferde. Ich glaube, Hühner laufen auch davon, wenn man sie angreift, aber kleine Tiere, die sind, ist ja kein Problem. Pferd ist ja schnell, ja. Wir haben sie bei uns dann gemerkt. Wäre die da nicht damals reingebackt in diese Palmen, ja, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht so schnell hinbekommen, ein Pferd zu zählen.
wir uns halt auch drüber bewusst sein. Da wäre das nicht so. Oh, da läuft ein Stier. Auch ein Stier würde mich jetzt angreifen. Weil wir halt auch noch einen Stier benötigen für unsere Kühe, ne? Ein Mann für unsere Emma. Emma. Richtig genannt, Emma und Helga, ne? Emma und Helga. Helga war's, ne? Da bräuchten wir noch einen Stier, aber auch den kann ich ohne Farmgehege nicht zähmen. Der würde mich mit 2-3 Schlägen wahrscheinlich zermalmen, bevor ich da überhaupt eine Bola werfen kann. Ich würde deswegen auf das Level runterbekommen mit den Pfeil und Bogen, ja. Aber dann wäre auch schon vorbei. Und dann noch zu füttern in der Zeit und dann nochmal zu schießen. Ne, das. Nein, das schaffen wir nicht ohne Gehege. Aber zum Farming-Gehege zu bauen, da haben wir einfach noch nicht dieses. Ja, wir brauchen das Material ja derzeit für andere Sachen. Und wenn wir dann wirklich mal das erreicht haben, was ich erreichen möchte, also das Schiff wirklich auf Wasser gelassen haben, vorbereitet haben und. Das Schiff soweit alles fertig ist, das heißt auch mit Innenausbau und, ne? Das kommt alles dazu. Dann könnte man sich auch mal überlegen, sich an ein Gehege zu machen, in dem ich dann, also ein Farmgehege oder Zähmgehege. Hab ich vorhin Farmgehege gesagt? Farmgehege, die sagt die ganze Zeit. Oh, ich muss. Wenn ich an der Aufnahme bin, egal. Zähmgehege meinte ich natürlich, sollte ich Farmgehege gesagt haben. Ja, ich. Bin wie immer mal. Dann werden wir uns definitiv ein Zähmgehege bauen. Und dann werden wir auch mal uns an einen Stier wagen. Halt an diese ganzen größeren Tiere vielleicht, die sich dann noch so auf unserer Insel hier befinden. Ich weiß auch gar nicht. Das ist so eine. Ist auch mal so ein Ding. Kann man eigentlich auch die Meerestiere zähmen? Also zum Beispiel so ein Hai oder ein Rochen? Wenn das einer von euch weiß, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Schildkröten sind, glaube ich, möglich. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob's auch Haie, ob man auch Haie zum Beispiel zähmen könnte. So wie zum Beispiel jetzt ein Aak, ne? Ein Aak geht das ja, da kann man ja Meeressäuge. Aber ob das jetzt hier geht, hab keine Ahnung. Ja, ich möchte das jetzt nicht unbedingt haben, ja, aber später mal, wenn man wirklich sagt, hey, man hat jetzt schon alles erlebt, man hat jetzt schon alles gemacht, man hat eigentlich alles, was man so haben kann, ja. Jetzt lass uns doch einfach mal so ein Tier zähmen, wenn das möglich wäre. Wäre ja auch mal was ganz Lustiges, ne? Weil ich habe ja gesagt, ich möchte ja eigentlich so, ja, eher so ein bisschen so einen kleinen piratischen Bauernhof, Paradies haben, wo wir halt wirklich, ne, realistische Tiere haben, wie Affen, Hasen, Kühe, Schweine, ne, so ein bisschen, ne, Realismus, ja, Pferde, ne, was wir ja mittlerweile eigentlich alles haben, Hühner haben wir, ja, wir haben Schweine, wir haben Pferd, wir haben Kühe, wir könnten auch Schweinbabys machen, ja, weil, ne, wir haben ja einen Menschen, Willi, Wilma und Wanda, ja, haben wir ja alles, aber, es ist halt momentan eher so ein bisschen Risiko, ne? Das müssen wir halt echt. Da muss man echt schauen, wie wir das am besten machen. Noch wird das nicht so schnell passieren, dass wir da irgendwelche großartigen Tiere noch weiter zähmen können. So, jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich wieder Wind, wenn ich da wieder drauf zufahre. Auch schnell auf unserer Insel. Ja, mal perfekt eingeparkt. So, Roventa. Roventa. Ja, meine.
Hatte dieses Mal auch Fackeln dabei, ne? So ein Vogel wäre halt auch schon geil. So ein Papagei, ne? Das würde halt echt passen. So Piraten und dann Papagei zu haben. Richtig. Das wäre halt schon geil. Aber das wird auch noch... Weil da dazu brauche ich auch wieder ein Zähmgehege, ne? Weil Papageien halt auch... Wobei... Ich glaube, wir hatten das damals, oder Halli hatte das damals gemacht, mit einem Käfig, den man auch bauen kann. Das wäre halt auch mal eine Überlegung, ob man so einen Käfig baut für so kleine Tiere, Papageien oder so. Müsste man halt echt mal versuchen, aber momentan sind einfach andere Prioritäten, die wir haben. Unsere Schränke, sie füllen sich auch langsam wieder, also keine Sorge, ja. Ich denke mal, nach dieser Tour jetzt werden wir noch eine machen oder zwei und dann ist das auch wieder sehr, sehr voll und dann können wir wieder einige Folgen wieder bauen und so ein bisschen auslassen und dann... Ja. Und dann... geht das alles wieder von vorne los. Ne? So wird das passieren. Ja. Haben wir noch Metall drin? Metall mit drin. Mal wieder Bolas herstellen. Ich wollte mal nur schnell mitnehmen, wegen, Schiff, ich wollte nochmal gucken, wegen Schiff reparieren noch. Los, meine ich. Das hatte ich nämlich gesagt, nicht, dass ich das wieder vergesse. Geht noch ein bisschen Wut, aber das kann ich ja, das habe ich ja hier drin im Schrank noch. Ganz kurz, Hammer hier. Rüsten. Wieder die G-Taste gedrückt. So, den Hammer können wir wieder reinpacken. Das können wir auch alle hier reinpacken. Das brauchen wir jetzt nicht. Die Pfeile behalte ich. Da habe ich alles raus, ne? Da habe ich alles raus. Roventa, mein Schatz, komm her. Und die muss auf die reiten. So, nix wie raus hier aus dem Wasser und ab nach Hause. So, dann laden wir das Ganze noch schnell ein. Da, ihr zwei Turteltäubchen, versteht ihr euch gut, ja? Hm? Meine zwei süßen, süßen kleinen Äffchen, Äffchen. Drinne. Fasern drinne. Ja. Hier rein. Rein.
Mutter alles macht. So, meine Ruben. Stop. Der hat natürlich in den Stall, ja, der auch, ich glaube, ich muss den Stall echt mal ausbauen, ne? Oh. Bären packen wir da mal rein. Hier meine Kammschweine, die auch immer schön aufpassen hier auf die anderen Tiere. Wir gucken mal nach den Hühnern noch, ob es denen noch gut geht. Mal hier. Der produziert auch fleißig. Hilde und Helga produzieren weiter den Kuhis, wie hieß denn die Kuh? Emma und Paula. Paula. Tut mir leid. Wir schließen die Türe. Denn die Sonne geht auch langsam so unter. Die liebe Hanna hier wird jetzt noch eine Kleinigkeit essen und dann geht sie auch schlafen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde aber direkt schlafen gehen und nicht essen. Und ja, in der Zeit können die Folgen dann hochladen und ja, ich würde einfach sagen, ihr Lieben, ne? Und wie es weitergeht und was uns noch so erwartet, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen. Tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge.